Also das glaubst du mir fast nicht. Das ist so verrückt, was mir passiert ist. Das ist wirklich speziell. Eine wahre Geschichte. Stell dir vor, ich bin Vormittag unterwegs in der Natur. Manchmal laufe ich, manchmal gehe ich schnell, aber bin unterwegs in der Natur. Einfach manchmal vor dem, dass ich im Büro bin oder manchmal zwischen den Terminen einfach raus in die Luft und bewegen, und da ist man am kreativsten. Und einmal beim Zurückgehen zum Wohnort gehe ich bei einer Baustelle vorbei und die Bauarbeiter arbeiten ganz fleißig und der Bauherr war auch auf der Baustelle. Und den Bauherrn, natürlich kenne ich den, weil bei uns, da kennt man sich, logisch. Und ich sage, guten Morgen. Und er sagt zu mir, so schön wie du möchte ich es auch mal haben, arbeitest du nicht? Und manche Menschen seien einfach von Natur aus schlecht drauf, einfach grantig. Dieser gute Mann hat, ich weiß nicht, hat er 4 oder 5 oder 7 Häuser? Ja, wenn ich genau nachzählen würde, dann würde ich auf einiges kommen. Dieser gute Mann hat so viel schon, ist immer noch schlecht drauf, genervt, im Stress, geht andere Menschen an, ist keine gewinnende Persönlichkeit. Er lebt gar nicht mehr. Stell dir das einmal vor, der wurde gar nicht alt. Also der ist, weiß nicht, 2 oder 3 Jahre später, nachdem er, glaube ich, sein 7. Haus gebaut hat oder sein 5. tot. Einfach mal umgefallen, Herzinfarkt, tot. Und ich bin mir ganz sicher, dieser gute Mann hat nichts von dem mitgenommen. Weil wenn ich schaue, das ist immer noch da. Also das letzte Hemd hat einfach keine Taschen. Darum müssen wir uns echt immer wieder fragen, ist das der Sinn? Kämpfen, Stress, launisch sein, mit anderen Menschen grantig sein, schlecht drauf sein, ist das der Sinn des Lebens? Also würden wir es doch einfach umdrehen. Fragen wir uns doch, wenn heute oder nächste Woche oder wenn wir nur ein Jahr hätten oder 5 oder 10 Jahre, 10 Jahre, wir wissen es ja nicht. Wenn wir noch so viel hätten, dann freue ich mich doch an dieser Welt. Ich habe doch so viele Möglichkeiten. Es gibt doch so coole Menschen, die wir alle um uns haben. Wir könnten uns mit ihnen verbinden. Wir könnten coole Projekte machen. Wir könnten Spaß haben. Wir könnten uns freuen in dieser kurzen Zeit, wo wir alle noch da sind. Und dieser gute Mann ist nicht mehr da. Er ist dahin und er hat nichts mitgenommen. Er war... Und es gibt auch ein Leben vor dem Tod, nicht nur vielleicht nach dem Tod, sondern sein Leben vor dem Tod war eigentlich von Stress erfüllt und schlechter Laune. Obwohl er materiell so viel angehäuft hat. Hat nicht glücklich gemacht, oder? Das heißt, es ist schön, wenn man Erfolg hat, aber kann man es dann auch genießen? Kann man dann auch in der Freude sein? Und dieser gute Mann ist schon seit einiger Zeit tot. Und die Sachen sind immer noch da. Darum, hey, erinnern wir uns und nehmen wir genau die Geschichte und sagen uns selber, was ist der Sinn hier auf dieser Welt? Wenn wir keinen wirklichen Sinn finden, dann nehmen wir einfach die Freude. Könnte die Freude der Sinn sein im Hier und Jetzt? Denn aus der Freude entsteht doch so viel Cooles, so viele coole Dinge. Und genau das wünsche ich dir. Hey, hab Spaß, hab Freude und hau rein. Servus.